Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Entschuldigung, ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist noch ganz früh am Morgen. Das ist mein erster Kaffee. Denk, ich habe Geburtstag. Ja. Und hier haben sich schon einige Geburtstagspakete angesammelt. Und bevor ich später dann Besuch kriege, dachte ich, ich mache schon mal das erste mit euch auf. Uff. Das kommt von der lieben Julia. Und das ist ganz, ganz schön schwer. Ich bin mit meiner Brille bewaffnet. Ups, und hier hängen Haare. Ich habe es schon aufgeschnitten, habe auch schon Luftpolster rausgenommen und dabei gesehen, dass die liebe Julia überall so glitzerndes Streukonfetti reingetan hat. Das habe ich, soweit ich es greifen konnte, auch schon rausgenommen. Da steht Happy Birthday. Da ich aber nicht richtig gewühlt habe, werden sicherlich gleich noch mehr davon kommen. Und es ist auch nichts gespoilert worden für mich, denn Julia hat alles extra eingepackt, außer ein paar Wachsmelz. Und ich meine, dass da Wachs kommt, das dachte ich mir ja schon. Ich habe eine Karte bekommen. Ui, und die glitzert. Birthday Wishes. Oh, schaut mal, wie die glitzert. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennt. Es glitzert. Vielen Dank, liebe Julia. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich bin so gespannt, was du mir eingepackt hast. Oh, die glitzert, die Karte. Wahnsinn. Superschön. Ah. So, was ich schon erkennen konnte, ist hier ein Beutel mit Wachsen. So, nehmen wir uns den doch direkt als erstes vor, oder? Einmal aufmachen. Ei, das ist richtig viel. Überhaupt ist in dem Paket sehr viel drin. Bewaffnet euch am besten auch mit einem Kaffee, mit einem Tee, mit einem Kaltgetränk. Es dauert, glaube ich, was länger heute. Ja. Ich habe hier Better Homes and Gardens Fresh Pulled Taffy. Das riecht süßlich. Könnte tatsächlich so Taffy sein. Oh, der ist spannend. Da ist eine leicht zitrische Note hinter. Aber nur ganz leicht. Spannend. Kenne ich nicht, werde ich gerne testen. Sensationals Mistletoe Kisses. Den kenne ich auch noch nicht und erwarte jetzt natürlich was Weihnachtliches, Nadeliges. So nadelig ist der gar nicht, der ist erstmal fruchtig. Irgendeine Beere. Mistelzweig rieche ich jetzt nicht raus im Kaltzustand. Der riecht für mich jetzt erstmal angenehm beerig. Werde ich ausprobieren. Falls da aber der Mistelzweig doch noch durchkommt, hebe ich mir das noch ein bisschen auf. Better Homes and Gardens Orange and Cedarwood. Auch zwei Stücke. Oh, der ist schön. Ich rieche dieses Holzige von der Zeder. Ich bilde mir aber tatsächlich ein, so einen ganz leichten zitrischen Anklang mitzuriechen. Das wird dann die Orange sein. Oh, das mag ich. Den werde ich sehr, sehr gerne verdüfteln. L3. Was immer das für ein Hersteller ist. Cotton Candy Frosting Bum Bum. Es ist sehr süß, aber gut, klar, Cotton Candy, ne? Ja, es ist was sehr Süßes. Muss ich an einem Tag düfteln, wo ich Lust auf Süßes habe. Hayden Row? Deckchair, kann das sein?
Tut mir leid, Julia, manchmal tue ich mich mit deiner Schrift ein bisschen schwer. Ist aber nicht schlimm. Der ist interessant, aber den kann ich nicht beschreiben. Ich wüsste nicht, wie ich den beschreiben soll. Der ist mega interessant. Aber mir fehlen da Worte oder Vergleiche, um euch sagen zu können, was ich da rieche. Es riecht aber interessant und nicht unangenehm. Rhubarb Crumble von Yankee. Ja, Rhabarber bin ich jetzt nicht ganz so toll, werde mir den aber mit einem Erdbeerduft mischen und dann passt es wieder. Ja, weil der ist sehr, sehr Rhabarberlastig, ne? Den hatte ich auch schon mal damals, als der bei Yankee rauskam, und solo bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Mit Erdbeer gemischt ist der aber richtig gut. Kleiner Tipp, falls ihr Rhabarberdüfte habt und ihr findet die viel zu säuerlich, und mischt die mal mit Erdbeere. Sensationals Iced Lemon Sugar Cookies. Zwei Stücke. Ich hätte jetzt gedacht, dass eine krassere Zitronennote kommt. Er ist süßlich und ganz leicht zitronig. Eine Cookie-Note rieche ich jetzt kalt nicht, also ich rieche nichts Gebackenes. Kommt vielleicht im Warmzustand. Also bei Sensationals habe ich das oft, dass ich finde, dass die kalt gar nicht so doll riechen. Aber warm, ich finde Sensationals sind warm richtige Ballermänner. Yankee, be thankful. Den Duft kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass das ein Foodie-Duft sein müsste. Also über den wurde öfter mal geredet, aber ich selber habe ihn nie gehabt. Ja, das ist ein Foodie-Duft. Der hat einen sehr herbstlichen Anklang. Okay, be thankful. Vielleicht im Thanksgiving, so um die Erntezeit rum. Da ist auch eine zimtige Note mit drinnen, eine ganz leichte. Aber wirklich leicht. Und dann, ich weiß nicht, verschiedene Früchte vielleicht. Ich werde es ausprobieren, aber erst im Herbst. Der hat für mich einen herbstlichen Anklang. Better Homes and Gardens Island Coconut Lime. Kenne ich auch noch nicht. Der ist schön. Der hat was Zitrisches und der hat was Cremiges. Das Cremige wird sicher durch die Kokosnuss kommen. Das Zitrische durch die Limone. Das ist schön. Sehr angenehm. Oh, ich glaube, der kommt im Sommer gut. Ja, den werde ich mir im Sommer in die Lampe packen. A Sensationals Raspberry Margarita. Ja, das ist eine krasse, süße Himbeere. Dieses typisch künstlich Himbeerige. Was ich aber genau wie bei dem künstlich Erdbeerigen irgendwie mag. Der ist schön, der ist sehr fruchtig. Ich glaube, das ist auch was für den Sommer. Das könnte so was Erfrischendes im heißen Sommer haben. Übrigens nicht wundern, dass ich die halbwegs schnell durchziehe. Da sind noch super viele Pakete in dem Karton und naja, wir wollen ja nicht 3 Stunden filmen, oder? Sensationals. A Dapper Share the Day. Also das sind jetzt lauter Sorten, die mir überhaupt nichts sagen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass ich die irgendwo gesehen habe, also dass ich ein Label vor Augen hätte. Das ist was Holziges. Und ich würde sagen, da ist Amber drin. Oh. Hier kriege ich Sonnenuntergangsgefühle. Und dabei habe ich gerade Sonnenaufgang. Es ist 8:15. Oh. Oh, der ist schön. Dapper, share the day.
toll. Essenzi Happy Holidays, den kenne ich. Das ist so ein Nadelbaumduft. Mit einer Unternote, die ich nicht beschreiben kann. Da sind unter den Nadeln irgendwelche Gewürze. Und eine Note, die ich nicht beschreiben kann. Bleibt fürs nächste Weihnachten liegen. Weil durch die Gewürze ist er schon sehr weihnachtlich. Ice Flower Night Creatures. Hier so zwei Stücken, ein schwarzes, ein lilanes. Und Fledermäuse auf dem Label, das lässt vermuten, dass das mal ein Halloween-Duft war. Hinten ist übrigens Glitzer. Ein schwerer Duft. Mit Patchouli. Das ist sowas von ein Halloween-Duft. Und er hat was richtig schön angenehm, schwer parfümiges. Oh, den finde ich schön. Oh, und es dauert noch so lange, bis wieder Halloween ist. Aber der ist richtig toll. Der gefällt mir. A Fresh Morning von der Wachsmacherei, den kenne ich. Und den finde ich richtig toll. Das ist wirklich ein sehr frischer Duft. Der kommt mit einer schönen grünen Note daher. Und mit so ein bisschen Gänseblümchen, so Wiese, Gänseblümchen, frische Luft. Mag ich sehr gerne. Gerade jetzt im Frühling. Finde ich toll. Better Homes and Gardens, Frankincense und Patchouli. Den habe ich sogar schon mal hier, allerdings nur als zwei Stückchen. Ich meine, vom lieben Manuel habe ich die mal bekommen. Und ich habe sie noch nicht warm ausprobiert. Ich habe mich noch nicht getraut, ja, weil ich halt nur zwei Stücke habe. Also ich bin niemand, der Sachen lange aufbewahrt, wenn ich da keinen Nachschub von habe. Aber so ein bisschen hebe ich sie mir dann doch immer auf. Und jetzt könnte ich mal langsam, ne? Ich habe da noch zwei Stücke. Das ist ein mega toller Duft. Der ist parfümig, der hat dieses schwere, erdige von Patchouli. Der hat dieses leicht rauchige, also Weihrauchen. Ach, der ist toll. Aber ich liebe Better Homes and Gardens sowieso. Und die sind auch immer so intensiv, finde ich. Dankeschön, freue ich mich. Better Homes and Gardens Lavender and Vanilla. Den hatte ich mal und ich fand ihn schön. Ja. Aber ich mag fast alle Lavendel-Vanille-Kombinationen. Hauptsache, man riecht den Lavendel noch raus und es ist nicht nur Vanille. Scentsy Lavender Cotton. Den kenne ich und den finde ich leider nicht so schön. Also kalt geht's ja noch, finde ich. Weil kalt kommt der Lavendel gut durch. Man riecht die Baumwollnote, aber der Lavendel kommt schön durch. Im warmen Zustand, ich hatte ihn dem letzten Mal warm, finde ich, dass die Lavendel gar nicht mehr durchkommt, sondern nur noch diese Cotton-Note. Ich muss mal gucken, ob ich den vielleicht mit einem klassischen Lavendel noch aufpimpen kann. Weil so ist er jetzt nicht ganz meins. Better Homes and Gardens, Jasmine und Ylang Ylang. Den kenne ich wieder nicht. Woher hast du so viele Better Homes and Gardens? Ach ja, der ist auch schön. Ein toller Frühlings-Sommerduft, halt sehr floral. Aber dabei angenehm, nicht so bam, floral, hier bin ich, sondern eher so, schnupper mal, hier bin ich. Angenehm. Sensationals, Aquaholic, Eucalyptus and Sea Salt. Den habe ich einmal kalt gerochen, weil ich ihn selber zu einem Geburtstag verschenkt habe. Ich habe ihn aber nie selber gehabt. Und ich finde, der riecht einfach nur herrlich. Das ist so ein schöner, frischer Duft.
aquatisch und frisch und ein richtiger Sommerduft. Ein richtig toller Sommerduft. Aquaholic. Und der letzte Duft, dann haben wir diesen Beutel durch. Better Homes and Gardens Cranberry Popcorn Garland. Da bin ich mir nicht sicher, ob das geht. In der Popcorn-Note ist wieder ein Hauch zerlassene Butter. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie bei puren Popcorn-Düften das oft ist. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich traue, den warm zu probieren oder ob ich den weiterreiche. Nicht böse sein, Julia. So, und damit haben wir diesen Beutel durch. Dann sehe ich hier das da. Oh, da sind wieder diese. Ich sag ja, ich habe da noch ein paar übersehen. Da sind wieder diese Glitzerkonfetti Happy Birthday Sachen. Und ich habe hier Pralinen in der Hand. Ich denke, es sind wieder die selbstgemachten von der lieben Julia. Die bastelt. Die stellt die nämlich zusammen mit ihrer Oma selber her. Sie bastelt sie. Manchmal komme ich auf Ideen. Ja, und die waren bisher immer sehr lecker. Da freue ich mich. Danke, Julia. Dann habe ich hier noch einen Beutel mit Wachsen. Und dann kommen gleich richtige Geschenke. Also das sind Pakete, die sind in Geschenkpapier eingepackt. Ich bin aufgeregt. Ich habe hier von Wachswerk Ocean, Gott, noch kleiner konntet ihr es nicht schreiben. Ocean Wave, glaube ich, steht da. Wachswerk ist nicht zu meinen Augen, wirklich. Die machen das immer so klein. Das ist wirklich ein frischer, aquatischer Duft. Ich finde, der riecht aber, als wenn er auch so ein Hauch Wäscheduft mitschwingt. Ja, für mich so eine Mischung aus was frisch Aquatischem und einem Wäscheduft. Werde ich im Sommer sehr gerne mal testen. Von Wohlfühlmomente. Orange Slices Vanilla Ice Cream. Oh, wie süß. So ein kleiner Center, ne? Ja. Ist zweifarbig gegossen. Das sieht man wahrscheinlich bei meinem Licht nicht. Moment mal, da ist ja noch eine andere Figur. Wie süß. Da ist auch noch so ein Schneemann. Es riecht ganz leicht orangig. Und ganz leicht vanillig. Da bin ich gespannt, ob das dann im warmen Zustand ein bisschen intensiver wird. Denn das, was ich jetzt rieche, riecht eigentlich ganz gut. Ich werde es ausprobieren. Yankee Candle Winter Wonder. Hab ich so drei Törtchen bekommen. Welcher war denn der Winter Wonder nochmal? Ah, das war dieser zitrische Duft. Mhm. Der wirkt wirklich sehr kühl. Sprich, den muss ich mir aufheben. Ich bin einfach ein saisonaler Düftler. Aber das wird einfach bei mir gut verpackt und dann hält das auch. Überhaupt kein Ding. Wohlfühlmomente. Custom Order Leaves. Wenn etwas Leaves heißt, dann passt das meistens. Also, ja, meistens sind die was für mich. Da habe ich jetzt mehrere. Ach, das sind ja auch Blätter. Oh ja. Das ist so ein typischer Herbstduft
verfärbte Blätter, halbwegs frische Luft. Es ist so ein bisschen knackig. Und dann auch noch ein bisschen Zimt und... Oh Gott, ich krieg schon wieder Lust auf Herbst, dabei fängt gerade erst der Frühling an. Ja, ich bin ein Herbstmädchen. Auf den freue ich mich im Herbst. Duftlovers, Love in the Woods. Wenn das jetzt ein holzig-waldiger Duft ist, mag ich ihn. Es war zumindest mal so im Stil von so einem Baumstamm gegossen. Ja, das ist holzig. Holzig-waldig. Mag ich. So holzig-waldig. Immer gerne. Und der letzte, dann ist auch der zweite Beutel leer, ist von Duftkonfetti der Mädelsabend. Das sieht dann so aus. Und das ist irgendwas mit einer Sekt- oder Prosecco-Note. Ein bisschen fruchtig. Minimal parfümig. Ja, es hat was von einem Mädelsabend tatsächlich. Mag ich. So, dann haben wir das auch durch. Dann sehe ich noch hier so ein kleines Organza-Säckchen. Und ich glaube, da sind Bonbons drin. Sind alles so Lakritzbonbons. Einmal in Dark Truffle. Das ist ja eine interessante Mischung. Pineapple. Caramel Date. Und der letzte. 14th Anniversary. Okay, klingt spannend. Lakritz mag ich eigentlich. In so einer Zusammenstellung habe ich allerdings noch nie Lakritz gegessen. Ich werde das aber gerne mal testen. Und jetzt kommen die eigentlichen Pakete. Das hört sich an. Also die Mails sind ja schon toll. Da waren jetzt auch, glaube ich, nur ein oder zwei dabei, die ich nicht mochte, oder? Ich habe hier so ein Päckchen. Oh, von Eisflower Zucchini Noel. Ich gehe davon aus, dass es Zucchini Bread ist. Hast du auch mal dran geschnuppert, Julia? Weil ich versuche, Julia immer zu überreden, Zucchini Bread zu testen, weil ich das so toll... Oh ja, da kommt der Duft. Weil ich das so toll finde. Und guck mal, was für ein hübsches Melt. Und das ist hier auch zweimal drin. Zwei richtig dicke Klumpen. Das ist sowas von Zucchini Bread. Hier heißt es Zucchini Noel. Also da ist noch irgendwas anderes mit drinnen im Zucchini Bread. Es riecht auch, als wenn noch was mit dabei wäre. Aber ich kann euch nicht sagen, was. Ob es ein Vanilla Bean Noel mit da drinnen ist? Könnte sein. Oh, aber auf jeden Fall finde ich den toll. Ich liebe Zucchini Bread. Zucchini Bread ist klasse. Yum, yum. Dann sehe ich so eine Velotier oder Velotier Box. Die sind ja immer hübsch verpackt, ne? Gentleman's Lounge. Ich erwarte was Maskulines. Noch das Stück. Ja, das ist maskulin. Maskulin holzig. Mag ich. Ach.
Und die Box werde ich mir aufheben. Ich finde die so süß. Huch, hier liegt ein einzelnes Clamshell-Lose drin rum. Noch mit zwei Stücken. Pumpkin Marshmallow Cream von Sensationals. Ich probiere es ja jedes Jahr wieder mit Pumpkin-Düften. Bisher habe ich noch keinen für mich gefunden. Mal schauen. Auf jeden Fall ist das Clamshell verfärbt. Das heißt, da ist auch ordentlich Vanille drin. Ich muss sagen, hier ist mehr Marshmallow als Pumpkin. Das macht es schon mal sehr angenehm. Er ist süß und er ist cremig. Oh, den finde ich gut. Das ist ein Pumpkin-Duft, den finde ich gut. Oh ja. Pumpkin Marshmallow Cream. Darunter steht auch It's a Marshmallow World. Ja, es ist mehr Marshmallow als Pumpkin. Und deswegen ist er für mich tatsächlich lecker. Ein kleines Geschenk. Ein Vallejo Deo Body Spray Magic Forest mit märchenhaftem Duft. Den werde ich jetzt aber nicht sprühen, sondern erst später ausprobieren. Falls dann noch was Duftiges kommt, rieche ich sonst nichts mehr. Und das wäre blöd. Mmh. Kaffee ist fast kalt. Ein Organza-Säckchen mit einem kleinen Paket. Das fühlt sich wie eine Seife an. Nein, es ist keine Seife. Es ist so ein Desinfektionsgel von Bath & Body Works. Ein French Lavender. Liebe ich. Vielen Dank, Julia. Mache ich aber auch hier nicht jetzt auf, denn wenn ich mir jetzt sogar die Hände damit einreibe, wie gesagt, ich rieche gar nichts mehr dran. Hier kommen wieder zwei Clamshells, die liegen einfach hier so rum. Ice Flower, Wise Man und abgebildet sind die Heiligen Drei Könige. Es sind noch zwei Stücke drin. Na, geh auf. Okay, ich hätte jetzt fast mitgerechnet, dass hier noch ein weihnachtlicher Anklang ist, auch wenn die Könige oder der Dreikönigstag ja im Januar ist. Das riecht für mich aber einfach nur holzig maskulin. Und wie gesagt, das finde ich gut. Also für mich hat das jetzt nicht wirklich was mit den Heiligen Drei Königen zu tun. Es ist einfach ein schöner holzig maskuliner Duft. Gefällt mir. Und von Iceflower Vetiver Cedarwood und Fir. Vom Namen her kann das nur gut sein. Auch noch zwei Stücke. Oh, der ist sehr frisch. Frisch, leicht holzig und ganz leicht nadelig. Es hat tatsächlich einen winterlichen Anklang. Sprich, das wäre so ein Nadelbaumduft, den ich nicht im ganzen Jahr düfteln würde, wie andere Nadelbaumdüfte. Einfach, weil der einen sehr kühlen, winterlichen Anklang hat. Er bleibt also auch für den Winter liegen. Geburtstag haben ist was Schönes. Es fühlt sich an wie ein Clamshell. Ist ein Clamshell. Von Sensationals Tahiti Shores, The Ocean is Calling. Limited Edition. Na, komm raus. Komm raus. Jetzt. Leicht aquatisch, leicht zitrisch. Der hat aber auch eine leicht süßliche Note mit drin. Sehr angenehm. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist.
Aber der riecht für mich sehr angenehm. Das ist ein super toller Sommerduft, glaube ich. Da freue ich mich. Ist das spannend hier. Noch so ein Paket. Auch das könnte ein Clamshell sein. Es ist ein Sensi Bar. Ich habe es schon mal, das ist aber nicht schlimm. Ich finde den Duft nämlich toll. Aus der Find Your Happy Kollektion, der Wild Barefoot and Free. Das ist nämlich ein schöner Wiesenduft. So ein richtiger, herbgrüner Wiesenduft. Also hier sind keine lieblichen Noten, er ist herbgrün. Aber das finde ich toll. Ich mag sowas. Dankeschön. Ich habe hier so einen Beutel. Der nicht aufgehen möchte. Doch jetzt. Darunter ist was Verpacktes. Das ist dann auch nochmal verpackt. Was bist du denn? White Barn, also Bath & Body Works, Lilac Blossom, das steht da unten. Ich weiß nicht, ob das scharf genug stellt, dass ihr das sehen könnt. Der Autofokus meiner Kamera ist nämlich nun, weiß Gott, nicht der beste. So, jetzt hat Julia das richtig, richtig gut abgeklebt. So, dass ich es jetzt auf Kommando gar nicht aufbekomme. Ach, hey. Ich glaube, jetzt habe ich es. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Jetzt habe ich es. Ja, sehr schön. Es ist so ein kleines, ja, wie ein Votivlicht. Werde ich aber nicht so abbrennen, sondern ich werde mir das Wachs rausholen und in die Duftlampe geben. Es ist ein sehr schöner Fliederduft. Total niedlich, dankeschön. So, nochmal Kaffee trinken, bevor er ganz kalt ist. Er ist schon unterlau. Schön. Erstmal die Schleife ab. Oh. Oh, wie schön. Ein Körperspray von Sensi in Luna. Ich liebe Luna. Luna ist ein schöner floral-fruchtiger Duft. Also da ist irgendwelche Blümchen und dann eine Beerennote dahinter. Und für mich ist der sehr parfümig und ich liebe Luna. Jetzt habe ich das Körperspray davon. Oh, Dankeschön. Übrigens, mein erstes Körperspray von Sensi hatte ich tatsächlich noch nie. Das nächste Päckchen könnte wieder ein Clamshell sein. Du bist verrückt. Von Sensi, der Wasserl Wonderland. Den hatte ich ja mal im Tauschpaket von der lieben Jessie. Kann das sein? Jessie, hatte ich den von dir? Zwei Stücke. Und ich fand den gut. Und das war natürlich schon Weihnachten um und die Kollektion gab es nicht mehr. Ne? Der ist so schön, der ist orangig. Und ein bisschen nadelig, also wie ein Nadelbaum. Und ich glaube, da sind auch noch ein paar sanfte Gewürze drunter. Ich finde den toll. Nächstes Jahr Weihnachten habe ich einen Bar. Dankeschön. Oh Mann. Jetzt nehme ich mal ein größeres Päckchen. Das ist auch ein bisschen schwieriger, schwerer. Ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mehr reden.
bist verrückt. Oh mein Gott. Wirklich? Oh, ich freue mich total. Es ist Zenzi Badesalz in Winterberry Apple Tea. Ein kompletter Sack. Und der hat, glaube ich, auch fast ein Kilo. Na ja, 0,91. Das ist fast ein Kilo. Ah, da kann ich aber oft mit baden gehen. Und ich liebe Winterberry Apple Tea, Leute. Es riecht wirklich apfelig, ein bisschen beerig, ein bisschen Honig. Die Beeren sind, glaube ich, Cranberries. Bisschen Honig, bisschen Zimt. Wie so ein richtig toller Winterpunsch. Und darin kann ich jetzt baden gehen. Oh mein Gott, vielen, vielen lieben Dank. Ich hatte übrigens auch noch nie Badesalz von Zenzi. Bisher nur Proben. Die fand ich aber gut. Nochmal was Kleines mit einem Tigerchen drauf. Fühlt sich auch wieder an wie ein Klemmfest. Es ist Zenzi. Ein Duft. Ich habe ihn euch gezeigt im Aufgebrochen, habe gesagt, dass ich ihn liebe. Und ich habe ihn euch auch mal gezeigt, als ich ihn von der lieben Sandra bekommen habe, weil ich wie verzweifelt auf der Suche nach diesem Duft war. Er hat das Sortiment verlassen, bevor ich einen Zenzi Club hatte. Tada! Vanilla Mint. Oh. Dieser Duft ist so göttlich. Es ist eine richtig schöne Minznote mit einer sanften Vanille dahinter, damit die Minze nicht beißend ist oder scharf ist. Und dann hat er für mich noch ein bisschen Zitrone und ein bisschen Immergrün. Also ein wunderschöner Duft. Vielen lieben Dank, Julia. Ich liebe Vanilla Mint. Ich liebe ihn einfach. Hey, da unten habe ich noch mehr von diesem Glitzerzeug übersehen. Hier habe ich eine schöne Yankee-Box. Ich vermute aber, dass da kein Yankee mehr drinnen ist. Aber die Box ist schön. Ja, da sind gemischte Wax-Mails drin. Einmal von Kringle A Fresh Lilac. Den kenne ich, das ist ein schöner Fliederduft. Ja, Fliederzeit kommt auch bald wieder. Von Bea della Habana. Den hatte ich auch schon mal. Und irgendwie bin ich mit dem nicht so ganz warm geworden. Da ist irgendwas drin. Das wirkt auf mich lakritzig. Und ich esse gerne Lakritz. Aber in Wachsmelz finde ich es nicht ganz so toll. Mal schauen. Entweder ich teste es nochmal oder er zieht weiter. Ich bin mir da noch sehr unsicher. Wachsmagie. Kiss me, I'm Irish. Wenn ich das Label sehe und den Namen lese, denke ich, wie abgebildet an Klee. Ich hoffe jetzt auf einen schönen grünen Kleewiesenduft. Oh Gott, ist der hübsch. Guckt doch mal. Ja, das ist es auch. Mit einer ganz leicht rauchigen Note dahinter. Aber es ist vor allem ein grüner Duft. Na, komm mal her. Oh. Ich bin sehr gespannt. Den werde ich super gerne testen. Ice Flower Baby Boy. Wird, denke ich, ein Babypuderduft sein. Oh, mit ein bisschen Glitzer. Nee. Der hat zwar was Cremiges, aber das ist jetzt kein Babypowderduft in dem Sinne. Das ist viel lieblicher und weniger pudrig, mehr cremig.
mega angenehm in meiner Nase. Ui. Auf den freue ich mich. Der riecht gut. Sehr gut sogar. Von Wohlfühlmomente. Der Glückspilz. Und der ist auch tatsächlich komplett drin. Der schaut so aus. Zweifarbig gegossen. Das ist ein richtig dickes Melt. Da ist was angenehm Orangiges, würde ich sagen. Mit was Cremigen. Riecht für mich jetzt ehrlich gesagt wie eine Bodylotion oder wie eine Handcreme mit einem leichten Orangenaroma. Riecht gut. Finde ich angenehm. Wachsmagie Espresso Shots. Der ist doppelt eingepackt. Ich denke, der ist mega intensiv. Oh ja. Oh ja. Der ist intensiv. Da habe ich noch zwei Melts drinnen. Mit Kaffeebönchen drauf. Holla, ist der intensiv. Und der riecht mega angenehm. Oh, ich muss gleich unbedingt noch mal einen frischen Kaffee haben. Den mache ich vielleicht schon heute Nachmittag an zur Kaffeetafel hier. Der riecht echt krass. Ich hoffe, dass der auch warm noch so riecht. Und sich da nicht doof oder ja, blöd verändert. Ihr wisst, wie ich es meine, oder? Iceflower, Johnny McBone, war bestimmt ein Halloween-Duft vom Label her. Und das ist was mega cremiges. Das riecht für mich jetzt wirklich wie eine Creme. Aber was ist das da drunter? Mit irgendeinem Einschlag drin, den ich gerade nicht definieren kann. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Hätte ich gerne verdüfteln. Soul Fragrances mit Christmas Tree. Also Soul Fragrances. Und dann hier Christmas Tree. Weihnachtsbaum ist immer gut. Och, ist das süß. Guckt mal. Oh ja. Und das ist jetzt einer, den könnte ich das ganze Jahr düfteln, weil der hat für mich nicht diesen kühlen Wintereinschlag. Das ist einfach so Fichte, vielleicht auch Pinie da mit drinnen. Leicht ätherisch, aber nur ganz leicht. Das wäre jetzt einer, den könnte ich mir das ganze Jahr vorstellen. Eine Düftelprobe von Wachsmagie La Provence. Da warte ich jetzt Lavendel. Also wenn ich Provence höre, denke ich erstmal an die Kräuter und dann an den Lavendel. Bei Duftwachsen denke ich vor allem, wenn ich was Lilanes sehe, an Lavendel. Oh, das ist Lavendel. Aber holla die Waldfee. Eine krautige, fast ätherische Lavendel. Ich liebe Lavendel. Mag ich. Hier sind übrigens auch noch ganz viele von diesen Glitzerteilen. Wachsmagie. Cozy Wintertime. Ich bin mal gespannt. Ist ein bisschen in Blau gehalten. Das ist wirklich ein Kuschelduft. Das ist so was Warmes, Gemütliches. Wie so ein schöner, warmer Winterpulli. Mag ich. Mag ich. Wachsmagie, Black Amber und Lavender. Wenn das nicht gut klingt, dann weiß ich auch nicht.
ist so ein Schäfchen. Ja. Lavendel ist super stark raus wahrzunehmen. Und dann ist da was Parfümiges. Ich denke, das ist dann der Black Amber. Sonnenuntergang habe ich jetzt hier nicht. Aber es riecht dadurch wie eine parfümige Lavendel und mag ich. Von Wachsmagie Gold des Meeres. Okay. Sieht so aus, da sind drei dicke Melz drinnen. Gold des Meeres und guck mal. Hübsch, oder? Also es riecht nicht aquatisch nach Meer. Der geht für mich eher so in die Richtung wie von Sensi Vitamin. Welches Vitamin war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Aus der neuen All Is Well Kollektion. Da ist ja auch ein Duft in Orange dabei. Und ich finde immer, dass der so ein bisschen in die Richtung geht wie von Yankee Candle, der Golden Sands, nur ohne die Sandelholznote. Und in eine ähnliche Richtung geht er auch. Auch hier nehme ich kein Sandelholz wahr, wenn es drin ist, dann nur minimal. Aber ich finde, dass er grob gesehen so zu 80% in eine ähnliche Richtung geht. Und ja, mag ich. Ist für mich ein Sommerduft. Oh, hier da unten ist noch mehr von diesem Glitzerzeug. Oh, wie süß, hier sind Einhörner drauf. Ein großes Paket, es ist sehr schwer. Ich vermute da was. Halt, ich sehe gerade, ich habe ein Melt übersehen. Nicht doch. Das Melt machen wir zuerst. Ach so, das ist nochmal der Christmas Tree. Nochmal. Ja, Christmas Tree habe ich doppelt bekommen. Sehr schön. Also doch das Große. Wie gesagt, ich vermute was. Aber das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Hast du mir ein Glas eingebracht? Hast du mir ein Glas eingepackt? Bist du verrückt? Es ist ein Glas. Du bist verrückt. Oh, wie schön. Aus der Elevation Collection von Yankee, der Amber and Acorn. Den hatte ich als Wax Crumbs getestet und fand den Duft schön, aber nicht so super intensiv, zumindest bei den Crumbs, die ich hatte. Wobei man aber auch sagen muss, vielleicht wurden die Crumbs von oben aus dem Glas genommen und irgendwie ist das oft so, dass oben das ist noch gar nicht so ölgetränkt, erst unten. Aber der Duft an sich ist ein wunderschöner, herbstlicher Duft. Als würdet ihr durch einen Herbstwald laufen oder durch einen Herbstpark mit vielen Bäumen. Die Blätter sind schon verfärbt, die letzten Sonnenstrahlen, es ist vielleicht goldener Oktober. So ganz langsam geht die Sonne unter, ihr riecht das Laub. Ihr riecht auch schon diese typischen Früchte, Kastanien, Eicheln. Ja, und die Sonne geht gerade unter. So in etwa empfinde ich den. Sehr schöner Duft. Vielen lieben Dank, Julia. Du bist wahnsinnig. Ja, und das war mein schönes Geburtstagspaket von der lieben Julia. Ich bin hin und weg. So, so viele Melz. Die tolle Kerze natürlich. Hier, Sensi, Winterberry Apple Tea oder auch das Body Spray von Luna. Und so viele, so tolle Mails. Ich bin sprachlos. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank, Julia. Du hast mir eine Riesenfreude bereitet. Und ich
werde jetzt gleich in Ruhe nochmal an allem schnuppern und es dann wegpacken. Also in die jeweils richtigen Boxen und Schubladen. Und ich freue mich, wenn ich sie dann alle nach und nach in die Lampe werfen kann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ein wenig zuzuschauen. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare und wie lieb Julia doch ist, dass sie mir sowas schickt. Und da freue ich mich und sie sich bestimmt auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüssi.